Herzlich willkommen zum letzten Teil unseres Advents-Specials. In unserem letzten Video erwartet Sie das Thema Drehwerkzeuge mit Hilfe des Technology Managers. Ich will hier gar nicht allzu lange sprechen, also lassen Sie uns gleich reinschauen, damit Sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie leicht es ist, diese mit Hilfe des TeamGRs zu erstellen. Was wir jetzt aktuell vor uns sehen, ist ein Werkzeughalter für eine Drehmaschine, sprich einfach nur ein Drehplattenhalter. Ich möchte nun diesen Drehplattenhalter nach TeamGR bringen. Wie mache ich das? Wie beim Fräsen auch, gehe ich hier links auf Halter. Ich sage, ich möchte einen neuen Datensatz erstellen. Das System fragt mich wiedermals, was für eine Art von Datensatz ist es? Ist es ein Adapter? Ist es eine Fräs-Bohr-Komponente oder eben eine Drehkomponente? Und das ist in meinem Fall eine Drehkomponente für Außenbearbeitung. Wiedermals leeres Vorschaubild. Dafür gehe ich jetzt auf Grafiken und sage, ich möchte jetzt hier das 3D-Modell importieren. Sobald ich jetzt hier im NX gelandet bin, fragt mich das System nach dem Halterkörper. Das hier ist der Halterkörper. Er fragt mich ebenso, wo wird denn dieser Halter montiert? Und zwar an diesem Koordinatensystem. Einmal darauf achten, dass die X-Achse Richtung Spindel guckt und alles ist gut. Das nächste, was er jetzt braucht, ist die Einfügeposition für meine Wendeschnellplatte. Und meine Einfügeposition für die Wendeschnellplatte an diesem Halter ist Mittelpunkt dieses kleinen Bolzens. Die Plattenorientierung gebe ich an, indem ich einfach nur einmal hier auf die Fläche draufklicke und mit OK bestätige. Jetzt hat er mir schon mal den Halter importiert. Dem Halter gebe ich jetzt noch eine kleine Beschreibung mit. Der Halter soll heißen Advent Drehhalter. Ich bestätige mit weiter. Finale Vorschau meines Werkzeuges, Entschuldigung, meines Werkzeughalters. Einmal auf Fertigstellen. Und da ist er auch schon. Und jetzt wollen wir gleich schon ein komplett neues Drehwerkzeug uns daraus erstellen. Ich gehe auf Komplettwerkzeuge. Ich sage, ich möchte einen neuen Datensatz erstellen. Was für eine Art von Datensatz? Bohren oder fräsen oder doch drehen? Ich entscheide mich fürs Drehen. Und zwar fürs Außendrehen. In diesem Dialog nun habe ich wieder ein paar Platzhalter hier. Womit will ich anfangen? Ich will ganz hinten anfangen diesmal und zwar mit Hilfe eines Adapters. Denn der Werkzeughalter selber kommt so nicht in die Spindel hinein. Zuerst einmal soll hier ein Adapter verbaut werden. Ich wähle diesen Adapter hier aus. Bestätige mit OK. Als nächstes möchte ich, bevor ich jetzt hier eine Wendeschneidplatte auswähle, noch den neu erstellten Werkzeughalter mit hinzufügen. Dafür gehe ich auf dieses kleine Plus. Und wo ist jetzt unser Halter? Nun, ich habe ihn ja benannt, also suche ich nach seinem Namen. Advent, Sternchen. Da ist der Halter auch schon wieder aufgetaucht. Super, ich bestätige mit OK. Sie sehen hier auch, dass die Position des Halters absolut korrekt in den Adapter schon eingebracht wurde. Was jetzt noch fehlt, ist vorne dann die Wendeschneidplatte. Ich habe die Wendeschneidplatte schon mal vorbereitet und ich habe sie auch entsprechend benannt. Advent. Da ist sie auch schon. Ich bestätige einmal mit OK. Wie wir sehen, ist jetzt die Wendeschneidplatte auch schon im Halter aufgetaucht. Allerdings fehlt hier noch der Orientierungswinkel. Wie kriegen wir den hin? Ich mache einen Doppelklick auf die Platte drauf und kann hier schon die Platte auf den korrekten Orientierungswinkel einmal herdrehen. Ein Doppelklick ins Weiße und die Platte ist korrekt positioniert. Eine Werkzeugnummer braucht er natürlich auch noch, eine 555 und wir nennen ihn Advent Dreher. Super, eine Sache fehlt uns noch und zwar der Spurverfolgungspunkt, ein Tracking Point. Wie füge ich ihn ein? Ich gehe hier auf den Spurverfolgungseditor. Es wird jetzt hier die Platte aufgezeigt. An welchem Radius möchte ich einen neuen Spurverfolgungspunkt anbringen? An diesen Radius. Und an welchen Quadranten von ihm? An diesen Quadranten. Ich gebe ihm noch einen Namen, TP1, sage annehmen, klicke einmal auf Weiter. Und ich möchte, dass auch von diesem Werkzeug
eine 3D-Körperbaugruppe für mich erstellt wird. Ich klicke also auf Fertigstellen und das System fängt auch schon an, im Hintergrund sich das Werkzeug zusammenzubauen. Das war's. Der TMGR ist nun fertig und hat mir für dieses neue Drehwerkzeug eine neue komplette Körperbaugruppe erstellt. Schauen wir sie uns kurz mal im NX an. Ich habe nun im Hintergrund eine aktuelle CAM-Session geöffnet und ich möchte jetzt dieses neu erstellte Werkzeug in NX nutzen. Dafür gehe ich wieder auf meinen Adventdreher, einen Klick auf den schwarzen Pfeil und wir sehen jetzt hier links, wie das Werkzeug auch schon aufgetaucht ist. Ein Klick drauf und wir können auch schon sehen, wie das Werkzeug in meiner Spindel denn ausschauen würde. Okay, tja. Das war jetzt der letzte Teil. Wir haben in den letzten 4 Wochen gesehen, wie einfach man das Thema Werkzeugverwaltung und Erstellen mit TeamGR handeln kann. Und was haben wir denn nun davon, wenn wir die Werkzeuge einfach nur so anlegen können? Richtig, wir können sie auch ganz einfach innerhalb von NX verwenden, um Werkstücke zu programmieren. Ich habe hierzu auch schon etwas Weihnachtliches für Sie vorbereitet. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Bleiben Sie gesund.